Ha! Hallihallo und herzlich willkommen zu dieser wunderschönen Live-Sendung. Ihr seid bei der Flirt University gelandet oder genau sein, du bist bei der Flirt University gelandet. Hier ist nämlich nichts mit einfach nur zugucken. Nee, das läuft nicht. Das hier ist eine Mitmachsendung und wir werden uns heute mit echt spannenden Themen beschäftigen. Es geht darum, wie schaffst du es, dich leichter zu überwinden, jemanden anzusprechen? Was sagt man vielleicht? Was sind so die ersten goldenen Worte? Ja, es gibt den magischen Spruch, der immer funktioniert. Nein, den gibt es natürlich nicht. Aber wir werden dir ein Konzept mit an die Hand geben, mit dem du es schaffen kannst, Männer oder Frauen in Alltagssituationen kennenzulernen. Und das Ganze selbstsicher, sympathisch und ganz natürlich auch noch. Und dafür habe ich mir ein paar spannende Gäste eingeladen. Dies ist eine Mitmachsendung. Das heißt, wenn du mich gut sehen und hören kannst, dann schreib doch einfach mal kurz in die Kommentare. Du bist hier bei der Flirt University gelandet. Es geht heute um wirklich spannende Themen. Also wenn du heute aufmerksam zuhörst, dann sage ich dir, wirst du es immer schaffen können, Singles einfach kennenzulernen, einfach bei dir um die Ecke. Und was wir im Endeffekt mit, oder wo wir ja als Flirt University auch viel für stehen, ist dieses Flirten im Alltag. Da habe ich mir spannende Gesprächspartner auch zu eingeladen und möchte da direkt mal beginnen mit dem liebsten Peter. Peter ist bei mir aus dem Team, ist auch Kölner. Ich bin eigentlich gerade aus Hamburg bin ich gerade unterwegs, lieber Peter. Was geht in Hallo, Köln? Hallo, erstmal. Hi, Peter. Genau, wir haben ja jetzt einen Workshop dieses Wochenende in Hamburg, läuft ein Flirt-Workshop, wo wir das auch mal ganz praktisch machen werden. Ne? Wir werden Frauen hier auf der Straße ansprechen, da wird sich der eine oder andere erstmal ein bisschen überwinden müssen, das wird aber eine spannende Sache. Du warst ja auch letztens mal wieder bei einem Workshop von uns dabei. Wie war da so die Stimmung? Erzähl doch mal. Ja, war super, war auf jeden Fall total spannend. Am Anfang waren die Leute natürlich, sagen wir, oder die Jungs, die da dabei waren, alle ein bisschen nervös und dann hast du was super gemacht, eine Lockerungsübung dabei und nachher war es einfach sehr cool, ne? Muss ich einfach sagen. Also ich war auch selber begeistert davon. Ja, cool. Wir kriegen hier schon den ersten Kommentar, lieber Peter, und zwar von Florian Bernhard. Sagt, schönen Tag euch allen. Ja, hallihallo Florian, schön, dass du einschaltest. Wenn eine Frau während dem Ansprechen sagt, dass sie einen Freund hat, wie kann man sicher gehen, ob das wirklich stimmt? Möglicherweise ist sie einfach nur unsicher. Ja, in der Tat ist das, glaube ich, die absolute Lieblingsausrede auch. Oh, sorry, du, ich habe einen Freund. Ich habe den auch schon mal gehört, den du, ich habe einen Freund. Und dann mich locker, flockig weiter unterhalten mit einer. Und hinterher sind wir im Bett gelandet und sie sagte dann auch, dass sie dann immer noch mal fragte, so, jetzt hast du deinen Freund betrogen oder was? Und dann sagte sie so, ja, nee, tatsächlich gab es den gar nicht. Sie war anfangs nur unsicher. Das kann schon passieren. Aber ich würde mal so gut dünkeln, in 2/3 der Fälle gibt es diesen Freund wirklich. Peter, wie siehst du das? Ey, das ist ja immer ganz abhängig von der Frau und von der Situation. Ich glaube, du solltest dich einfach nicht davon abschrecken lassen. Denn genau wie du es gerade gesagt hast, einfach hingehen und mal raustesten und erstmal im Gespräch vielleicht ein bisschen bleiben, lustig bleiben, charmant sein oder je nach abhängig von der Stimmung, wie es gerade ist. Und wie du es gesagt, vielleicht stellt sich raus, nee, der Freund ist doch nur ein Vorwand gewesen, um einfach eine Sicherheit zu haben. Und die Länge des Gesprächs zeigt ja vielleicht auch dann, ah, es funktioniert doch und der Typ ist doch kein Nerd quasi, in Anführungszeichen. Und dann macht es auch Spaß, sich mit dir zu unterhalten. Und dann wird sie irgendwann den Freund auch sagen, ah, war doch nur ein Vorwand, ne? Ja, klar. Also es ist natürlich ein einfaches Ding. Ich habe auch oft gemerkt, dass Mädels dann so den Freund noch mit nennen, um einfach leicht einen Korb zu geben. Ne? Also ja. Eine gute Freundin von mir, seit eh und je Single, die gibt Typen auch immer einen Korb mit dem Freund, weil es ein bisschen einfacher ist. Ne? Es ist halt auch leichter zu sagen als deine Fresse gefällt mir nicht. Genau, ist doch total einfach, wenn du die Schuld quasi, ne, dass du jetzt in den Konflikt gehst, quasi nicht auf dich beziehst, sondern auf den Freund, weil der ist dann schuld. Du kannst ja eigentlich nichts dafür, du willst ja eigentlich gerne wollen als Frau, aber da ist ja leider der Freund. Ja, und ist natürlich für eine Frau wesentlich einfacher, das so zu machen. Aber ist auch okay. Also mache ich ja auch in anderen Fällen, machen wir uns mal nichts vor, ne? Ja, also Peter, ich nenne das immer so ein Ego, einen ego-neutralen Korb oder einen ego-freundlichen Korb. Und ich glaube, also
die meisten Frauen oder grundsätzlich, ich glaube, so Menschen wollen anderen Menschen nichts Böses. Menschen sind mit einer guten Intention unterwegs. Und deswegen, niemand vergibt einen Korb, um wem anders einfach nur weh zu tun. Würde ich einfach mal so ganz positivistisch irgendwie mit einem guten Menschenbild behaupten. Ja. Ich glaube eher, dass es auch wirklich an Unsicherheit liegt, wie Florian hier auch schon, glaube ich, ganz richtig benennt. Und natürlich, sag mal, ist es natürlich auch für so eine Frau, also sag mal einfach, wenn du eine Frau hast, die dir einen Korb gibt, weil sie sagt, okay, deine Nase ist total krumm und du bist hässlich, ja, mit der willst du erstens nichts zu tun haben, ja, weil wer so innerlich gestrickt ist und einfach so einen Korb über zu sagen, der Freund ist es, wenn es überhaupt ein Korb ist, das weiß man ja nicht, das muss man ein bisschen rausfinden, dann ist das charmant, ja, und das finde ich auch gut daran, dass das ein bisschen dann charmant ist und nicht eben diese komische Nummer wie, ah, deine Nase ist irgendwie blöd, ne. Definitiv, definitiv. Die fangen, also wir steigen ja hier direkt schon mal ziemlich hart ein. Und die Nummer mit dem Freund, das ist wirklich was viele hören. Ich glaube, das ist so ein Einwand, der ganz häufig kommt. Genauso wie, oh, ich habe gerade wenig Zeit. Und da möchte ich einen Experten auf dem Bereich ranzitieren. Ich freue mich sehr, dass er zu Gast ist. Er hat sich seit Jahren mit dem Thema Verführung auf der Straße beschäftigt, hat sich viel Gedanken darüber gemacht. Man könnte sagen, ein Straßenphilosoph. Und ich möchte mit euch ganz herzlich begrüßen. Und zu Hause möchte ich, dass ihr ausrastet, dass ihr in die Hände klatscht und aufspringt und jubelt für den großartigen Ben. Hi. So, Peter dazwischen. Ja, Peter, was machst du denn hier? So, Peter strubbelt sich mal raus. Ben, schön, dass du da bist. Toll, dass du den Weg zu uns in den Stream gefunden hast. Du hast dich ja schon wirklich jahrelang auch mit dem Thema beschäftigt. Mhm. Weißt du noch, was bei dir so die erste Frau war, die du auf der Straße angesprochen hast? Also sagen wir es mal so, das ist schon ganz lange her. Ich war früher viel auf Messen unterwegs und da habe ich mir immer vorgenommen, wenn ich schon in einer fremden Stadt bin, dann könnte ich ja wenigstens einer Frau am Tag mal Hallo sagen. Und das habe ich dann auch gemacht. Also weiß nicht, ob es ziemlich die erste war. Es waren immer sehr kurze Interaktionen, weil ich damals irgendwie direkt versucht habe, so, hey, hi, hab dich gerade gesehen, finde ich nett, lass uns doch einen Kaffee trinken gehen. Also das war vielleicht eine Tick zu schnell. Hat dann auch nicht geklappt so, aber so kann ich mich erinnern, das waren so die ersten Male, wo ich das gemacht habe. Das ist ja auch so eine ganz typische Erwartungshaltung, glaube ich, die viele Männer haben. Gerade die Typen, die so auf der Suche nach dem magischen Spruch sind, so, ne? So, die wollen mit einem Satz, mit einem kleinen Sprüchlein, wollen die eigentlich alles abhandeln. Das soll so vom, sie soll sich begrüßt fühlen, sie soll umschmeichelt sein, jetzt soll sie mir vertrauen und eigentlich muss sie nur noch sagen, ja. Und dann ist sie am besten meine Freundin oder meine Gespielin. So sieht ja die Realität nicht aus. Was denkst du, sind so gute Schritte einfach, die man gehen sollte, auf die es wirklich ankommt? Ich glaube, man sollte einfach versuchen, ein Gespräch zu führen, ein paar Minuten. Und wenn man es schafft, 5 Minuten mit einer Person, mit der man noch nie gesprochen hat, Interaktion zu haben und da auch ein bisschen Spaß dabei ist, dann ist es ganz natürlich. Dann kann man einfach sagen, hey, wir stehen jetzt hier irgendwie doof auf der Straße rum, lass doch ein bisschen zusammen laufen, da läuft man ein bisschen rum und dann sieht man vielleicht ein Coffee to go oder so, dann kann man sagen, hey, lass uns doch da was mitnehmen und schon hat man sein Date und man hat es ohne diesen Druck geschafft, dass man unbedingt sagen muss, hey, lass uns jetzt einen Kaffee trinken, sondern es irgendwie ganz einfach passiert so. Ja, klar. Das ist ja eh so ein bisschen auch so diese Romantik. Also wir haben als Flirt University, haben wir mal Frauen im großen Stil befragt. Wir haben da auch so ein E-Book zu, das heißt 283 Frauen verraten 17 intime Sehnsüchte. Und im Rahmen von dieser kleinen Studie/Bettkantenumfrage von mir, ja, habe ich mal, bin ich mit vielen Frauen einfach über das Thema gesprochen, sehr ehrlich und immer mir da sozusagen auch so die Wünsche wirklich von Frauen angehört. Und da hat keine Frau gesagt, wenn ich sie gefragt habe, wie willst du deinen Traumtypen kennenlernen, da meinte keine zu mir nachts besoffen in der Disco, sondern die wollten alle auch so eine, also diese Romantik ist ja schon gefordert auch irgendwie. Und als moderner Gentleman sollte man natürlich dann auch da einer Dame die Möglichkeit geben, dass sie locker ins Gespräch einsteigen kann. Und in den meisten Fällen, auch 2020, sind es ja die Frauen, die immer noch erwarten, dass der Mann sich dann zu ihr hin bewegt. Was findest du, ist jetzt, wenn man wen sieht, eine gute Möglichkeit, um sich da zu überwinden, wenn man sagt, man ist so ein bisschen schüchterner oder empfiehlt vielleicht so gerade noch das nötige Selbstbewusstsein, um einfach mal toll auf wen anders zuzugehen und den dann klar zu machen?
Ich glaube, wenn man noch schüchtern ist, sollte man das einfach direkt ansprechen. Also ich würde sagen, hey, ich habe dich gerade gesehen, du bist ja mir vorbeigelaufen und ich habe irgendwie dreimal drüber nachgedacht, aber dann dachte ich mir, das mache ich jetzt einfach. Ich sage dir mal Hallo und optional einfach noch was sagen, was einem aufgefallen ist. Also was dir zum Beispiel das rote Kleid hat mir gefallen oder die Art, wie du läufst oder du hattest so ein breites Grinsen im Gesicht oder was auch immer. Das macht es noch ein bisschen individueller und bringt dich vielleicht auch ein bisschen aus dem raus, über dich nachzudenken. Also wenn du durch die Stadt läufst und dir die Menschen einfach anschaust und siehst, hey, der Frau, das Kleid mag ich oder die sieht sehr sportlich aus, dann bist du nicht mehr so sehr in deinem Kopf, sondern eben eher fokussiert auf die anderen. Und ich glaube, das hilft dann schon stark, Ja, das abzubauen. jetzt ist ja so, dass viele wirklich auch nur mit dem Gedanken spielen und sich so einen Korb immer so ganz schrecklich böse irgendwie ausmalen. Willst du noch mal ein Wort sagen hier zu dem Kommentar von Florian gerade? Das fand ich ja schon interessant, als er sagte so, ja, also er hört auch so dieses, ich habe einen Freund irgendwie, und ja, das hört er wohl häufiger. Wie ist da deine Erfahrung? Ist das so der typische 0815-Korb? Und Ja, ja. was ist denn wirklich mein kreativer Korb? Hast du mal einen richtig kreativen Korb von einer Frau bekommen? Einen kreativen, nee, kann ich selten sagen. Also ich sage oft was Witziges zurück, wenn sie sagt, sie hat einen Freund. Dann Zum sage Beispiel? ich, Zum Beispiel? Ich spiele also jetzt mal hier die Frau in dem Dings so. genau. Ben, ich habe einen Freund, aber nett, dass du mich angesprochen hast. Hey, und suchst du vielleicht noch so einen Liebhaber, einen italienischen Liebhaber fürs Wochenende? Ja, sehr gut, okay, das. Und ich kann mich erinnern, selten die Frau, also es gibt Frauen, die sind dann so, verstehen den Spaß gar nicht. Und es gab aber eine Frau, die hat gesagt, nee, ich habe schon einen spanischen Liebhaber. Da habe ich gesagt, hey, das war mal eine gute Antwort. Also das fand Ja, ich sehr sehr, sehr lustig. souverän. Ich finde das ja auch toll beim Flirten, wenn das nicht immer nur so super ernst ist und so, ne? Ich glaube, da haben Genau. wir, oder da haben die Deutschen, so die, in der Kartoffel steckt ja sowas Ernstes auch, ne? So, wir haben so die kleine polnische Pickelhaube alle noch im Kopf. Und ich habe das Gefühl, dass manchmal Leuten auch schwerfällt oder dass viele Männer das zumindest meiden, dass so eine Reibung entsteht beim Flirten. Also dass man nicht nur immer sich so ansulzt, ne, und ihr einfach nur, ne, einfach nur ihr die ganze Zeit sagt, wie toll sie ist, ne, und ihr irgendwie an den Lippen klemmt und zu allem Ja und Aber sagt, sondern viel spannender ist ja, wenn es beim Flirten auch so ein bisschen Reibung entsteht, wenn man sich mal irgendwie so spielerisch neckt, ne, dann haut sie einem so spielerisch auf die Schulter und ist so, ah, du Arschloch, so. Und das ist ja eigentlich schon auch ein sehr sehr gutes Element. Und alle, die, ich sag mal, viel und regelmäßig in Verführungsprozessen eingebunden sind, egal ob jetzt als aktiver oder als passiver Part, beide wissen sozusagen, das läuft runder, wenn es verspielt ist. Was ist so dein Rezept, um Flirts witzig und verspielt zu machen? Also ich glaube, es ist erstmal so eine Grundeinstellung, muss man mit der Zeit entwickeln. Das heißt, man muss einfach neugierig sein auf Menschen und nicht zwingend dieses Ziel, so ich will jetzt ihre Nummer oder ich will ein Date oder die Frau fürs Leben. Ich glaube, das baut viel zu viel Druck auf, sondern wenn man sich einfach vorstellt, hey, ich will jemanden kennenlernen und ich glaube, dann ist man auch lockerer und traut sich mal was zu sagen. Also vielleicht, hey, ich mag dein Kleid, das sieht gut aus, aber du bist gerade fast gegen die Laterne gelaufen, als du auf dem Handy rumgetippt hast. Das fand ich irgendwie witzig. Und ich glaube, sowas traut man sich erst, wenn man eben nicht so viel Druck aufbaut, dass man einfach mal seine Meinung sagt. Das wird man ja wahrscheinlich bei Freunden auch machen. Aber wenn man den Gesprächspartner auf der Straße irgendwie so auf dem Podest setzt, das ist ein Preis, den ich will, dann ist man immer vorsichtig und möchte nichts falsch machen. Aber Genau. dadurch macht man erst recht alles falsch, weil dann gibt es kein lockeres Gespräch. Also man muss einfach mal frei raus sagen, wenn sie was Lustiges sagt, wenn sie sich verhaspelt, oder wenn man einfach auch anderer Meinung ist, also als sie. Das Voll, also voll. kann Sehe ehrlich und ich direkt sein, wenn nicht ganz ist. genauso. Es gibt ja ein Ding, was häufig auch vergessen wird, gerade beim Ansprechen so, ne? Das ist ja was, wo sich so viele Männer so viel Gedanken drüber machen. Also bei unseren Flirtkursen ist das immer das, was allen unter den Nägeln brennt so. Aber auch Journalisten wollen da ständig wissen von einem, so dieses Thema, so, was ist denn jetzt der erste Satz? Wie spricht man jemanden gut an? Und jetzt hört man ganz oft so Augenkontakt, das ist wichtig, ne? So Augenkontakt hier so, das ist super wichtig, genau. Aber natürlich auch, irgendwie lächeln nicht vergessen, klar, auch das hört man. Ein Kompliment machen, jau,
hingehen. Ne? Das sind alles so Sachen, glaube ich, die sind klar, die hat man schon zigmal gehört. Weil, was ich aber finde, was fehlt, und das vergessen auch die meisten, und ich finde auch viele tatsächlich Männer, die das häufiger mal machen oder sich selbst so als fast schon den Player bezeichnen würden, auch die vergessen das. Und das, finde ich, ist die Creme de la Creme des Alltagskontakte knüpfen. Nämlich, wenn man es schafft, richtig witzig die Situation aufzugreifen, die da gerade ist. Und die Frau wirklich schafft, da abzuholen, wo sie denn gerade ist. Wie sind da deine Erfahrungen denn? Genau, ich habe das jetzt ja schon an der einen oder anderen Stelle angesprochen. Also wenn man was sagt, was relevant zu der Situation ist, da kann man einfach in ein Gespräch reinkommen, das nicht das Standardgespräch ist. Aber wenn ich jetzt sage, ich habe dich gesehen, ich finde dich attraktiv, dann läuft das oft in die, okay, woher kommst du, was machst du, Schiene. Und wenn man irgendwas Lustiges auspacken kann, vielleicht hat sie eine interessante Halskette, ein Tattoo, vielleicht, wie ich schon gesagt habe, ist irgendwie verpeilt, in der Gegend rumgeschaut, hat irgendwie rumgeguckt, weil sie was nicht findet oder so. Und dann kommt man eben in ein ganz anderes Gespräch rein. Also es relevant zur Situation zu machen, das ist essentiell, würde ich sagen, damit es eben nicht zu so einem Standardgespräch kommt. Ja, voll. Jetzt fangen wir auch mal wirklich ganz vorne an hier heute in dieser Sendung und starten wirklich sozusagen mit der Gedankenwelt und damit, wie man sich vielleicht jetzt auch oder was halt erstmal schon mal gute Glaubenssätze sind, um loszulegen. Und ich finde es auch gar nicht schlecht, da einfach auch mal eine Frau zu Wort kommen zu lassen. Und da würde ich sagen, schalten wir doch mal rüber nach Stuttgart zur lieben Gianna Baccio. Hallo zusammen, mein Name ist Gianna und in diesem Video geht es darum, wie du Frauen ansprechen kannst draußen. Und zwar befinde ich mich jetzt auch hier gerade in Stuttgart, draußen am Schlossplatz. Ich will mal sagen Schlosspark, aber es ist der Schlossplatz. Und ja, ich habe mir mal Gedanken dazu gemacht, was uns Frauen eigentlich wirklich anmacht und was wir attraktiv finden. Zum einen finden wir eine direkte Ansprache attraktiv und wir mögen es, wenn du ehrlich bist. Das heißt, zeig dich wirklich von deiner authentischen Seite. Du musst dich nicht verstellen und es ist völlig okay, wenn du auch mal nicht weißt, was du jetzt als nächstes sagst. Es hilft dir vielleicht, wenn du dich auf meine Emotionen mit einlässt. Das heißt, wenn du jetzt siehst, dass ich gerade draußen auf einer Parkbank sitze und ganz entspannt da liege oder da sitze und meinen Kopf nach hinten gelehnt habe, dann bring dich in die gleiche Stimmung rein. Setz dich daneben, lehn dich auch zurück, atme auch mal ruhig aus und dann fang es an zu sprechen. Und dann lass dich wirklich davon leiten, jetzt fängt es an zu regnen, lass dich wirklich davon leiten, was in dem Moment kommt und auch, was ich dir gebe. Also versuch darauf einzugehen, was ich gesagt habe und versuch nicht einfach nur deinen Plan, den du schon im Kopf hast, durchzusetzen. Was ich dir auch noch als guten Tipp mitgeben kann, ist, dass du sonntags auch rausgehst. Wir denken ja immer, oh, der Samstag, das ist der perfekte Tag, aber am Samstag in der Stadt zum Beispiel draußen sind viele Leute am Einkaufen, viele Leute noch im Stress irgendwie von der Woche. Gemutet. So, lieber Ben, wie siehst du das denn? Was ist für dich der beste Zeitpunkt, um Frauen kennenzulernen? Das ist echt eine gute Frage. Ich würde sagen, es ist halt sehr unterschiedlich. Also Samstag würde ich nicht zwingend sagen, dass Leute mehr zu tun haben als sonst. Ich finde es eher so, Samstag kommt man in die Stadt und denkt, es ist total viel los. Es sind aber halt einfach zum Beispiel auch viele Pärchen unterwegs, viele Familien unterwegs und habe so die Erfahrung gemacht, das kann auch einfach mal unter der Woche an einem Mittwoch um 19 Uhr genauso gut sein wie am Samstagnachmittag, auch wenn nicht so viel los ist, kann man da eine Frau finden, die einem gefällt, wo man Spaß haben kann, nette Unterhaltung haben kann. Ja, definitiv ist es ja so, dass ganz viele sich jetzt erstmal auch hinter so einem Anmachspruch verstecken wollen. Wie ist denn da deine Erfahrung? Also bringt das irgendwie so einen Spruch zu haben, den man raushaut? Oder muss man so sein Ding finden? Oder ne? gibt's so ein Ding für dich, was irgendwie immer funktioniert? Ich wollte noch eben vorhin sagen, wo wir gesagt haben, dass es schon gut wäre, dass es relevant irgendwie zur Situation ist. Also man sollte sich schon eine Sache überlegen, die pauschal ist, weil ich glaube, sonst läuft man vielleicht, sieht eine Frau, die einem gefällt, es fällt einem aber nichts zur Situation ein und dann macht man es vielleicht gar nicht und nachher ärgert man sich. Also es ist schon gut, eine Sache zu haben und ich finde immer gut, wenn es nicht so ein direktes
Kompliment ist, vor allem nicht zu sexuell, irgendwie nicht, hey, ich fand dich sehr heiß oder sehr attraktiv. Das, glaube ich, könnte vielen zu viel sein. Und mein Standard, wenn ich jemand sehe, hey, du machst einen sympathischen Eindruck, wollte einfach mal kurz mit dir quatschen. Es ist nicht direkt ein Kompliment. Ja, also sagt halt einfach, was man gesehen hat. Das passt eigentlich immer. Also würde man jemanden ansprechen, der keinen sympathischen Eindruck macht, wahrscheinlich nicht. Und genau. Ja, ich finde ja auch immer ganz geil, so irgendwie, also wenn einem, wie ich jetzt, wenn man nicht direkt so das Kompliment hat, ne, finde ich immer toll, die tolle Ausstrahlung. Du hast so eine tolle Ausstrahlung. Genau. Das ist kein so alles sein, aber irgendwie auch nichts, aber es freut immer alle. Es freut immer alle. Ich habe noch nie einen erlebt, die dann sagte, was meinst du denn konkret? Ne, und irgendwie so tolle Ausstrahlung, oh ja, toll, und dann strahlen sie immer alle. Schön finde ich auch diesen mit, wenn man sagt, ach, du hast mich so süß angelächelt. Ja, und die ging aber an einem vorbei und guckte halt irgendwie etwa so. So gar nicht gelächelt. Und spätestens dann lächeln sie. Wenn man sagt, du hast mich gerade so süß angelächelt, dann spätestens lächeln die Damen. Das finde ich immer ganz witzig. Ich hole mal kurz den Peter als hier Stammesältesten mit dazu. Ja. Du bist jugendlich. Genau, und du hast die. Du bist volljährig, gell? Ja, so eben. So eben gerade, genau. So eben, genau, richtig, ja. Peter, kann man sagen, ist bei uns so der Lebemann und vielleicht auch so ein bisschen der Hippie aus dem Team, ja, so einfach auch. Ja, gut, okay. Muss man sagen, aber sogar in einem ganz positiven Sinne. Ne? Danke. Also bringst immer eine sehr positive Energie mit. Wie sind denn deine Erfahrungen mit Frauen einfach so auf der Straße kennenlernen? Also früher war ich auch total schüchtern, muss ich sagen, habe das irgendwie nie hingekriegt, weil ich auch gedacht habe, ich muss irgendwie einen super Spruch haben. Und dann kam es aber irgendwann auch so ein bisschen dazu, dass man mal so hingegangen ist und hat gesagt, okay, ich mache erstmal ein Kompliment, oder ich habe erstmal angefangen zu schauen, was finde ich an der Frau eigentlich attraktiv. So einfach immer nur geguckt, okay, was finde ich an Frauen eigentlich attraktiv, und dann irgendwann mal hingegangen, okay, ich finde das an dir attraktiv, ja, damit ich in diese Überwindung hatte, wie spreche ich die eigentlich an, weil da ist totale Blockade, da hinzugehen und irgendwas zu sagen. Und das hat mir ganz am Anfang irgendwie total super geholfen, einfach zu sagen, ah, die hat ein schönes Kleid, die hat schöne Haare, das erstmal nur wahrzunehmen, so. Und als das passiert ist, dann hinzugehen und zu sagen, ah, hör mal, ich habe dich gerade gesehen, du hast schöne Haare, du hast ein schönes Kleid, die Schuhe passen genau zu deinem Rock, was auch immer. Und das erstmal wahrgenommen zu haben. Und dann habe ich erst irgendwann angefangen, diesen Gesprächsaufbau anders zu machen. Aber das ist genau das, was wir ja zum Beispiel auch bei uns jetzt im Workshop immer so machen, dass es ein bisschen langsam aufzubauen ist, weil das ist total schwierig zu sagen, ja, mach direkt die 5 Steps, ja. Sondern das langsam aufzubauen, das finde ich mir total wichtig. Und das hat mir ganz viel geholfen. Ja, da sind wir beim Thema sich aufwärmen und so in die richtige Stimmung kommen.